Der Plan ist aber noch die Hasher-Verfolgung, oder? Ja. Ist das ein Problem? Außer, dass wir nicht wissen, wo er ist oder wohin er will. Klar. Toller Plan. Hm. Okay, da sind wir rein. Wo geht's wieder raus? Hier? Ja. Gut. Wir gehen hinunter in den Keller. Hey, da ist unser Hasher! Es ist derselbe? Ich habe Markus' Funkgerät nicht gehört. Nur ein Weg, das rauszufinden. Gehen wir nach unten. Weißt du, was jetzt blöd ist? Ich habe diese Superwaffe nicht mehr. Die haben sie uns direkt mal abgeknipst hier nach der Szene. Muss er doch mal probieren sollen, wie die ist mit diesen Kettensägen. Oh. Entschuldigung. Dann wollen wir mal. Was haben wir denn da? Großartig. Lanze. Retro-Lanze. Ich hasse dieses Geräusch! Da kommen sie! Na, siehst du! Oh, aber weißt du was? Kapseln sind ja auch irgendwie ein gutes Zeichen. Wir sind auf der richtigen Fährte. Wäre gut, wenn die Katakomben uns zur Mine führen. Mhm. Wahrscheinlich zu seinen Freunden. Na los, hier unten. Das Ege. Kann nützlich sein. Okay, diesmal sparen wir nicht mit der Muni. Diesmal würde ich sagen, hauen wir es raus. Ich kann die doch nicht verkommen lassen. Ist ein bisschen laut, ne? Kann das sein? Dann können wir uns so weit drehen. Geht vielleicht ein bisschen besser. Diesmal benutzen wir das Ding. Oh, klasse. Jede Menge Kapseln.
Okay, da kann man nicht durchschießen. Das hilft uns nicht. Okay, das sieht nicht gut aus. Wir sind Drohnen! Alles klar, das war's. Alle in Ordnung? Ja, lasst uns das Tor öffnen. Wenn wir in die Osmium-Mine wollen, warum sind wir dann hier unten? Wir folgen den Häschern. Vielleicht führen die Katakomben irgendwie in die Mine. Vielleicht. Diese Katakomben müssen hunderte von Jahren alt sein. Ja, 700, 800 Jahre vielleicht. Die ganzen Leute, die hier begraben wurden, wer waren die? Krieger, Könige, Hexer. Das werde ich nie wieder los, oder? Nein, denke nicht. Wir müssen noch eine Etage absuchen. Ein großes Tor. So langsam hasse ich große Tore. Hey, nimm die andere Seite.
Passt auf die Drohnen auf! Sie haben Archon-Bögen! Sind wir auf der richtigen Spur oder wir haben einfach nur richtig Glück? Hey, warum denn nicht beides? Na los, wir müssen hier raus. Wir haben schon länger keinen Häscher mehr gesehen. Das ist der Archon-Bogen. Hey, hilf mir dabei! Dell, du hast gesagt, hier unten wären Könige begraben. Der Typ hier war definitiv ein König. Da ist er! Wie zum Teufel sollen wir ihm jetzt folgen? Da ist ein Springer! Klar, wir müssen da durch und diesen Häscher verfolgen. Ja, klar. Aber wie? Gut. Machst du mal, Money. Hey, da ist ein Loch unter dem Ding.
Helft mir mal beim Schieben. Danke. Können wir bitte nicht Schere, Stein, Papier spielen? Oder wie Dell es auch nennt, Papier, Papier, Papier. Lustig. Sehr lustig. Zur Hölle sind wir jetzt? Wir haben uns verirrt. Ganz einfach. Wenigstens sind wir aus den Katakomben. Finden wir den Häscher. Hab sie. Will sich jemand durch dieses Zeug schneiden? Wenn wir den Häscher finden wollen, sollten wir uns trennen. Ich gehe oben lang und gebe euch Deckung. Ein großer Schwarm, aber kein Häscher. Halt die Jäger da oben aus. Das wird kein gutes Ende nehmen. Hey, wir brauchen Hilfe! Rücken vor, geht in Deckung! Wir benötigen hier Hilfe! Bin dabei! Flankiert sie! Du hast ihn gehört! Schnell darüber! Eine Drohne! Sieh mal einer an! Teamwork! Gut, nur wissen wir immer noch nicht, wo wir hingehen. Ja, ja, Nebensächlichkeit. Die Mine endlich gefunden. Und mehr Häscher. Sie gehen direkt dort hinunter. Wie sollen wir ihnen jetzt noch folgen? Ihnen folgen. Darunter. Ja klar, warum auch nicht? Vielleicht mit diesem alten Erztransporter. Sieht aus wie der Fahrstuhl zur Hölle. Klingt gut. Genau da wollen wir auch hin. Fahrstuhl zur Hölle, ja. Ist der Erztransporter sicher? Wann wurde der zum letzten Mal benutzt? Vor 25 Jahren, als die Leichen hier runtergebracht wurden. Warum wurden die Locust überhaupt in einer Mine begraben? Sie konnten die Leichen wegen der Kristallisation nicht einäschern. Sie zu begraben war die einzige Option. Ja, aber die Locust kommen aus der Erde. Hat ja niemand gesagt, dass es eine gute Idee war. So. Das Dock liegt genau vor uns. Scheiße. Schwarm! Du klingst überrascht. Gut.
mir! Den hat's zu wissen. In Ordnung, sehen wir mal, ob der Erztransporter noch einsatzfähig ist. Los, die Leitern hoch. Gut, Munition. Wir dürfen nicht noch mehr Zeit verlieren. Okay, was ist los? JD, wir wissen nicht, was da unten auf uns wartet. Wir wissen nicht einmal, was das für Dinger sind. Wenn ich in ein brennendes Haus laufe, will ich wissen, wie schlimm das Feuer wütet. Hey Del, wenn du Angst hast... Alter, das hat mit Angst nichts zu tun. Im Moment weiß ich ja nicht mal, was für ein Haus es ist. Als du die Chor verlassen wolltest, hab ich gezweifelt? Hab ich gezweifelt? Hast du nicht. Weil ich dir vertraut hab. Und jetzt will ich, dass du mir vertraust. Mein Vater lebt. Und er ist da unten. Okay. Was ist mit dir? Wir sind so weit gekommen. Jetzt gibt's kein Zurück mehr.